Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unity. Wie ihr seht, haben wir nach wie vor heute noch keinen Strom. Das liegt daran, dass das Kraftwerk gerade umgebaut wird. Das ist momentan nicht ganz so zuverlässig. Jetzt haben wir Strom und gleich haben wir wieder keinen Strom. Und so Stromschwankungen sind für manche Geräte vielleicht nicht so schlimm. Aber für ein ME-System ist es quasi schlimm. Wobei aktuell haben wir jetzt wieder Strom, aber es wird sicher mit Sicherheit. Es wird mit Sicherheit gleich wieder weg sein. Gucken wir mal, was hier ankommt an Strom. Ja. Ich sehe schon. Das reicht nicht. Und deshalb habe ich hier schon mal was vorbereitet. Und zwar hier habe ich einen Raum ausgehoben. Und hier rein soll ein Notstromaggregat. Ich habe jetzt erstmal hier oben so eine Solarzelle dran gemacht. Und hier mal so ein Kabel hier dran. Damit wir hier auf unsere Private im E-System mit Zugriff haben. Denn die brauchen wir zum Arbeiten. Denn ohne ME-System läuft mittlerweile nichts mehr. Und deshalb brauchen wir die zum Arbeiten. Das reicht nicht, um alles in Betrieb zu nehmen, aber es reicht zumindest, um hier so ein bisschen meine zwei Drives, die hier wirklich aktiv sind, zu betreiben. Und wenn wir nicht zu viele Items rausnehmen, dann müsste das auch funktionieren. So, gehen wir mal nochmal hier hin. So. Die Frage ist, was genau machen wir? Ich würde gerne hier zwei große Tanks haben mit irgendeiner Flüssigkeit. Und diese beiden Tanks sind quasi unsere Notenergie. Und die muss halt voll gemacht werden. Weiß ich noch nicht, wie wir das handeln, ob ich das dann selber voll machen darf oder ob das der Kraftwerksbetreiber dann voll machen darf. Muss man mal gucken. Aber das wird dann quasi voll gemacht. Und wenn der Strom mal kurz ausfällt, springt hier so ein Notstromaggregat an und versorgt das Rechenzentrum weiter mit Strom. Und das sollte schon eine Dimension haben, sage ich mal, dass das ein paar Stunden lang das Ding mit Strom versorgen kann. Und es sollte auch nicht die ganze Zeit laufen. Deshalb war meine Idee, ich glaube, wir können diese Wand hier noch raus machen, wäre unser Hammer nicht kaputt. Genau, hier sind wir nämlich ganz am Rand. Also der Rand kann hier auch noch raus. So. Genau. Und hier hätte ich gerne alles mit Capacitor Banks voll. Das ist also unsere USV quasi. Also wirklich die Kurzzeit-Stromschwankungsausgleichsbatterie, so wie wir es hier vorne auch schon haben. Nur größer. So, daran kommt dann Energy Monitor. Und wenn der Energy Monitor erkennt, so okay, die Batterie ist fast leer, dann aktiviert sie den Notstromgenerator, der dann aus den großen Tanks irgendeine Flüssigkeit verbrennt. Und die Frage ist jetzt, welche Flüssigkeit nehmen wir? Wir könnten natürlich Ethylen nehmen. Das ist das, was im Kraftwerk benutzt wird. Ethylen wird im Kraftwerk hergestellt und daraus kriegen wir unsere ganze Energie. Die Sache ist, wir wären halt darauf angewiesen, dass der Kraftwerksbetreiber, in dem Fall Katze, also Items for Sacred, uns halt mit Ethylen versorgt, weil wir ja nicht ohne weiteres einfach ein Kraftwerk bauen dürfen. Deshalb müssen wir da, sind wir schon drauf angewiesen. Der Vorteil an Ethylen ist natürlich, dass es im Kraftwerk eh schon produziert wird und dass es dann theoretisch kein so ein großer Act wäre, uns damit zu versorgen. Behaupte ich jetzt mal. Ob das so ist, weiß ich nicht. Die Frage ist überhaupt, ob wir eine Alternative haben. Generator. Was hätten wir denn? Coal
Oil Generator. Okay, wir hätten natürlich einen Generator, der mit Öl funktioniert. Okay, Öl schauen wir uns gleich mal an. Leaf Eating Generator. Ja, okay. Leaves. Ich hätte schon mal gern was mit Flüssigkeiten. Ich will Tanks haben. In einem richtigen Rechenzentrum hat man dafür Dieselgeneratoren, so Schiffsdieselgeneratoren. Also so riesige Schiffsdieselmotoren mit einem Generator vorne dran. Und da sind dann mehrere zigtausend oder hunderttausende Liter an Diesel, also wirklich, wirklich viel Diesel. Das sind riesige Tanks. Die können auch das Rechenzentrum dann Tage mit Strom versorgen. Das werden wir jetzt hier nicht so gut hinkriegen, aber müssen wir auch gar nicht. Es geht ja hier nicht um eine autarke Versorgung, sondern um Notstrom. So, Heat Generator, Solar Generator. Und es soll auch wirklich nur dann angehen. Gas Burning, okay. Es soll halt auch wirklich nur dann angehen, wenn die Stromversorgung ausfällt. Und es soll auch nicht unendlich laufen. Also es soll schon auch, wie gesagt, es soll keine autarke Energieversorgung werden. Das soll gar nicht passieren. Endergenic Generator mit Enderperlen. Den habe ich schon mal gebaut. Der ist furchtbar. Nee, der ist wirklich schwierig. Wenn der immer noch genauso funktioniert, dann ist er echt schwierig. Thermal Generator, Diesel Generator, nochmal Diesel. Okay. Semi-Fluid, okay. Heat Generator, Generator. Okay, wie sieht's denn aus mit Oil? Haben wir überhaupt Oil? Haben wir überhaupt Oil? Von Thermal Foundation haben wir Oil. Okay, also wenn wir nee, Oil Shale ist das. Ach, das ist. Ah, Bitumen, Ölsand und Ölschale. Oder? Oder Ölgestein, irgendwie sowas. Okay, daraus könnten wir was gewinnen. Und das könnten wir dann in einem Compression Dynamo verbraten. 1000 Millibuckets würden 400.000 RF produzieren. Das Problem ist natürlich, ich habe bisher noch kein einziges von diesem Ölgestein gefunden. Die Frage ist, spawnt das überhaupt in der Welt? Das wäre vielleicht auch gar nicht mal. Okay, das Ding ist billig. Oil Shale. Ah ja. Tectonic Initiator. Okay. Der macht Bitumen und Tectonic Petroteum. Ach, das ist flüssiges Petroteum dann wahrscheinlich. Ach, krass. Ja, mittlerweile hat sich Thermal Foundation schon echt weiterentwickelt. Finde ich cool. Was ich nicht so cool finde, das wird hier scheinbar nicht generiert. Also ist die einzige Möglichkeit Ethylen. Okay. Kann ich mit leben. Dann brauchen wir noch Tanks. Wir brauchen Rotary Condensatorator. Und wir brauchen Gas Burning Generator. Einen. Tank. Die Frage ist, was nehmen wir für einen Tank? Da hätten wir einmal natürlich so ganz billige Tanks. Haben wir gar keine? Oh, mir fällt gerade auf, wir hätten nicht mal einen Open Blocks Tank. Klar, gibt es in der Version nicht. Okay. Wir könnten natürlich hier so einen Quantum Tank nehmen, ne? Der kann unendlich fassen, aber das ist echt lame. Also das ist wirklich, wirklich lame. Das machen wir nicht. Tinker Tank, Wood, Black Magic Upgrade. Also ich würde mal sagen, wir haben hier zwei Sachen zur Auswahl. Entweder den Multitank hier. Das Tank, ne. Der sieht interessant aus. Der kann zwar scheinbar auch andere Flüssigkeiten speichern, was wir jetzt nicht unbedingt brauchen würden. Aber okay. Oder den Dynamic Tank von Mechanism.
Den Dynamic Tank. Gibt's da Fenster? Mechanism. Nee, nicht Kekanism. Mechanism. Structural Glass. Schauen wir mal, wo der Tank ist. Electromagnetic Coil. Rotational Complex. Turbinenrotor, Reaktorport. Wir können natürlich auch einen Kernfusionsreaktor als Notenergieversorgung. Nee. Einfach nee. Mir wäre natürlich irgendwas lieber gewesen, dass wir zum Beispiel irgendwas haben, was wir auch aus Strom synthetisieren können. Also wenn wir irgendeine Anlage hätten, die, sage ich mal, aus Strom, Öl oder Strom, Ethylen macht. So wasserstoffmäßig. Ich meine, wir haben zwar Wasserstoff, aber ich glaube, wir können Wasserstoff nicht verbrennen, oder? Oder Moment mal. Water. Nee, nee, Water. Nee, Hydrogen. 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 Können wir Wasserstoff? Ich meine, Wasserstofftanks wären natürlich cool. Dann könnten wir die auffüllen. Wir haben keinen Strom. Ist es Nacht? Dann könnten wir die mit Energie quasi auffüllen. Und dann hätten wir quasi zusätzlich zu unserer, ja, ich nenne es mal normalen Batterie, auch noch eine chemische Batterie. Das finde ich grundsätzlich cool. 120 RF pro Tick. Vielleicht reicht das nicht. Hier vorne ist, soweit ich weiß, noch eine Kiste, in dem Zeug drin ist, das für das Kraftwerk. Aber das will Katze, glaube ich, sowieso nicht benutzen. Das heißt. Ah, die gehören Felix. Ja. Wenn wir da noch so ein Ding dran stellen, vielleicht. Ich meine, das ist jetzt nur zur Überbrückung. Und es ist noch in dem Rahmen, den wir eh so produzieren dürfen. Deshalb ist das soweit kein Problem, weil der hier macht 120 und der macht 56. Wow. Krasses Windrad. Aber vielleicht reicht's, vielleicht reicht's. Wir haben jetzt knapp 200 F pro Tick. Gucken wir mal, ob es reicht. Ja, es reicht. Okay. Also ich möchte das jetzt mal ausprobieren mit dem Wasserstoff und so weiter. Dafür brauchen wir einen Elektrolytik. Na toll. Ach, das ist diese Synchronisation. Ich muss jetzt wirklich immer alles hier suchen, wenn ich hier drin bin. Electrolytic Separator. Wo ist er denn? Da ist er. Davon brauche ich zwei. Und wir haben viel zu wenig Zeug für Redstone und Iron. Redstone. Iron. Okay, Eisen habe ich wenigstens. Redstone muss ich mir mopsen. Haben wir wenigstens Golddust oder so? Nee, sonst hätte er es ja gleich hier reingelegt. Aber ich kann ja schon mal Gold mitnehmen. Nehme ich mal 4 mit. Elektrolytik Core. Gold und Eisen. Ah, okay, gut. Das passt auf jeden Fall. Iron. Immer dieses R. Iron. 1, 2, 3, 4. Es ist nicht klug, irgendeinen Shortcut auf R zu legen. So viel dazu. Damit hätten wir schon mal das. Ja.
Genau, ich wollte Cole noch mitnehmen. Ja. So. Und zwar, das machen wir jetzt allererstes. Hier hinten. Ich habe gesehen, hier ist ja ein Infuser und da fehlt ein bisschen Kohle. Ich weiß, die Kohle könnte man infusen vorher, dann hat die zehnfache Leistung, aber den brauchen wir jetzt nicht, haben genug Kohle. So, Redstone klaue ich mir mal hier. So, Dankeschön, Felix. Ja. So. Fertig? Nee. Ah, oh, wir haben ja keinen Strom. Ey, ohne Strom, es bricht die Welt zusammen. Das war heute eh lustig. Ich bin auf den Server gejoint. Und man sieht ja vorher schon, welche Spieler drauf sind. Und ich habe gesehen, Xaidios ist nicht drauf. Und in dem Moment wusste ich, wir haben keinen Strom. Tut mir leid, Xadius, aber es ist einfach real. Weißt du, Xadius ist nicht auf dem Server. Wir haben sicher noch keinen Strom. Ah ja, die sehen ganz anders aus. Ja. Ist jetzt natürlich ein bisschen unpraktisch. Also wir können uns mal das Windrad hier noch wegklauen. Das dürfte meins sein. Nein, das ist auch von Felix. Ich habe gar nichts. Ich habe nur so einen Haufen da hinten. Weil ich immer nur am Kraftwerk baue. Ja. Ach, nicht am Kraftwerk, am Rechenzentrum. Damit jeder Mensch Strom haben kann, ja. Funktioniert das unter der Erde? Nö, schade. Boah. Wo hängt denn das am Strom? Wo hängt das am Strom? Ist das nicht die Leitung, die hier irgendwie durchgeht oder so? Ja. Müsste da nicht Strom sein? Blöd gefragt. Nein? Doch. Vielleicht. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, da müsste eigentlich Strom sein. Aber wir haben wahrscheinlich einfach zu wenig generell. Das ist natürlich. Boah, das ist echt schwierig. Das ist wirklich schwierig. Boah, wie aufgeschmissen man ohne Strom ist. Aber hier. Ja, okay. Also dafür reicht's. Okay, dann müssen wir das verschieben. Dann mache ich das vielleicht auch offscreen, sobald wir wieder Strom haben. Können wir zumindest die Tanks herstellen? Immer mit der Ruhe-Tastatur. Hallo? Ah, jetzt ist Caps raus. Wir wissen immer noch nicht, welche Tanks wir benutzen. Bauen wir mal. Nicht den, der ist lame. Bauen wir mal diesen Tank hier. Oder bauen wir mal drei davon, weil ich keine Ahnung habe, was die können. 1, 2, 3. Okay, dann bauen wir noch drei davon. Und hier stand irgendwie was dabei. Das Block ist, ne, for Processor and cannot otherwise be used directly. Okay. For the Processor. Brauche jetzt so einen Tankprozessor oder? Wir testen mal. Also das hier ist der Tank von Deep Resonance. Ah ja, und sind wirklich Einzeltanks. Das sind wirklich Einzeltanks. Okay, das ist doof. Das will ich nicht. Multitank. Zack, zack, zack. Das hier ist stylo aus. Ach, und hier sind dann so. Ah, okay. Aber eigentlich passt das auch irgendwie nicht zusammen, oder? Oder kombiniert sich das hier? Ich denke mal nicht. Gibt es da irgendwie noch ein AddRF Tools? Irgendwie ein Controller oder so? Da stand der, oder Prozessor oder sowas stand da, ne? Fluid Modul.
Aber irgendwie ist das auch nicht unbedingt das, was ich wollte mit vier verschiedenen Fluids. Wir haben doch. Ich habe gemeint, wir haben Railcraft. Gab es schon Railcraft nicht? Hallo? At Railcraft. So. Gab es von Railcraft nicht auch irgendwie so ein Tank, der ziemlich cool war? Okay, wir suchen mal nicht, während wir im ME-System sind, sonst spackt das ein bisschen rum, wenn es ausgeht. At Railcraft. So. Jetzt gucken wir nochmal. Fluid Loader, Unloader. Redstone, Charge. Damit sind natürlich die Leute, die hier ohne Strom arbeiten können, ein be bisschen bessere Chancen. So die Landwirte. Die interessiert das überhaupt nicht. Die lachen uns Stromabhängigen jetzt aus und denken sich so: Das habt ihr davon mit eurem Strom. Immer diese Elektrizität. Kein Mensch braucht die Elektrizität. Nee. Also es gibt ihn halt tatsächlich nicht mehr. Tank. Ja, okay. Dann denke ich mal, werden wir diesen Dynamic Tank nehmen. Dynamic Tank. Dafür brauchen wir Stahl und Eimer. Dafür bräuchten wir Strom. Oh man. Ich weiß auch nicht mal, ob das überhaupt funktioniert. Wisst ihr was? Jetzt machen wir was ganz Verrücktes. Wir gehen mal vom Server. Ist Minecraft dann auch soweit? Dankeschön. Dann gehen wir in die Singleplayer-Welt. Createn einfach irgendwas hier. Zack. Und dann testen wir das mal ganz kurz. Du. Ja, so Sachen passieren. Ich meine, ich bin schon gespannt, wenn mal alle ein E-System haben und alle ihre Items in einem E-System haben und das mal nicht funktioniert. Boah, ey. Da steigen mir die Leute wahrscheinlich ordentlich auf den Hut. Aber dafür machen wir das Ganze ja, ne? Damit wir keinen Ärger kriegen. Und weil es cool ist. Cheater Mode. Dann hätten wir gerne einen Elektrolytik Separator. Das ist der da. Dann hätten wir gerne einen Gas Burning Engine. Gas Burning Generator, jawohl. Dann hätten wir gerne einen Tank. Und zwar ein Dynamic Tank. Dynamic Tank. Und. Ne, Dynamic Tank habe ich schon. Dynamic Wealth brauchen wir. Aber wir brauchen jeweils nur eins, weil wir im Creative sind. Aber danke dafür, Spiel. Dann brauchen wir Mechanical Pipes. Dann brauchen wir Dekonden oder Konden Rotary Condensator, genau, und Dekondensating ist eine Funktion von dem, meine Güte. Und irgendwelche Gaskabel, Gaszylinder, Gasflaschen, Gas, 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 Add-Mechanism. Für Gas, wie hießen die? Mechanical Pressurized Tube. Genau, die Basic nehmen wir mal. Pressurized für Mechanismgase. Genau. Und dann bräuchten wir noch irgendwie Strom. Dann nehmen wir einfach mal eine Creative Energy Source. So. Und Wasser brauchen wir noch. Water. Gibt es da nicht auch noch irgendwas mit einer Infinite Water Source oder sowas? Zumindest für den Creative Mode vielleicht. Bitte? Bitte schön, bitte, bitte.
Hätte ich gern. Nein, nein. Dann gibt es ja das Reservoir. Okay. Gut. Ah, genau. Hier wollten wir die ganze Spast hier hinbauen. So, einmal Reservoir weg. Einmal. Nein. Einmal Wasser da rein und fertig. Dann haben wir den Electrolytic Separator. Der. Kann man den irgendwie konfigurieren? Nee, dann stellen wir den mal dahin und sagen dem, pass auf, Basic Mechanical Pipe. Irgendwie, nee, in die Mitte muss das wahrscheinlich rein, so. Und ein Configurator wäre gut, Konfigurator. Das ist super. Da kommt Wasser rein. So, und Strom kriegst du auch. Strom ist voll, ist klar. Dann haben wir hier Wasserstoff und Sauerstoff. Sauerstoff brauchen wir nicht unbedingt. Wasserstoff wollen wir haben. Jetzt ist die Frage, Wasserstoff ist dann wahrscheinlich hier. Und hier hätte ich dann auch schon den Dynam. Nee, nee, Moment mal. Das mit dem Tank und so weiter lassen wir mal. So genau müssten wir das gar nicht testen. Wir nehmen mal den Gas Burning Generator. Und schauen einfach, ob der aus Wasserstoff. Jawohl, er kann aus Wasserstoff Strom machen. Die Frage ist, wie viel? Vibrant Capacitor Bank. Falscher Anschluss. Vibrant Capacitor Bank. Und dann schauen wir einfach mal. Okay, auf der höchsten Burn Rate haben wir jetzt hier also ein paar hundert Elf pro Tick. Ja, okay, es kommt auf den internen Speicher an. Aber es funktioniert. Alles klar. Das ist eigentlich alles, was wir wissen wollten. Das bedeutet, wir bauen ein Aggregat, das Energie in Form von chemischer Energie speichert. Perfekt. Ich würde sagen, ich hoffe, in der nächsten Folge haben wir wieder Strom, sodass wir auf die ganzen Maschinen zugreifen können. Und wenn wir das Ding einmal gebaut haben, haben wir hoffentlich nie wieder Stromprobleme. Perfekt. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.